Das sind hier die ganzen Automaten und das sind die Inhaber der Automaten. Ja. Das ist die Simone, das ist der Michael. Hallo. Wir waren noch hin, oder? Jörg, Michael. Wir waren. Der Michael handelt mit solchen Automaten. Das sind nicht nur diese Automaten hier. Die sind aus der Spielhalle. Mhm. Die beiden hatten mal eine Spielhalle. Wir haben da drüben auch noch gleich ein paar Automaten stehen, die kannst du dir angucken. Wir haben noch Billardtische. Und eigentlich kannst du alles kaufen, was hier steht. Alles ein bisschen eng. Guck mal hier, sowas ist sowas für Privatleute, oder? Netzteil fehlt. Also ist das schon ausgeschlachtet, oder was? Ein Arm, das ist selber. Dazu noch keine Dom mehr. Jörg, was ist denn da passiert? Ich bin mehr noch Netzteilspender gewesen. Es geht nicht, wenn ich was verkaufe, dann muss er mir auch vorher sagen, ob das Ding funktioniert oder nicht. Und ich bin jetzt ehrlich davon ausgegangen, dass es funktioniert. Jörg, warum hast du mir nicht vorher gesagt, dass die Automaten ausgeschlachtet sind? Du weißt das nicht zugehört. Ich hab dir das bestimmt gesagt. Und welcher funktioniert noch? Ja, denke ich jetzt mal. Das Dix, ja, der. Da weiß ich nicht, ob ein Schlüssel dabei ist. Ja, ein Schlüssel kriegst du. Oh, mal gucken. Vielleicht funktioniert der noch? Moment, ist so kaputt. Warum? Was ist da los? Kannst du auch nicht kaputt sagen, da bringt ein Fehler. Also kaputt. Ja gut, aber du bist ja natürlich ein Mechaniker, du handelst mit den Dingern, du kannst sie ja auch reparieren, ne? Bis vor einem Preis muss er gehen. Das ist jetzt echt ein Ding. Ich meine, jetzt hätte ich beinahe die Spielautomaten verkauft als intakte Geräte. Also wenn dir noch was anderes gefällt, greif zu. Ich bin besonders blöd. Ich will die anderen alle mal angucken. Mach das. Die gehen schlecht. Die gehen schlecht? Warum? Zu groß. Zu groß? Hier, guck mal, hier hast du die kleinen. Das ist die sind doch super. Da kommt eine Karte rein. Ja. Da fängt er an hier Bonusautomat zu spielen, ja. Ein Bonusautomat, okay. Ja, und wenn du die Karte hast, geht nicht. So, und sagt er was? Das dauert eine Sekunde. Wunderbar. Guck mal, 26,70 Euro sind noch drauf. Das sind immer noch Sonderspiele. Ja, 63 Sonderspiele. Ja, ist doch super, oder? Das ist jetzt richtig durchlachen. Zum Glück gibt es doch noch ein paar Geräte, die dem Schicksal als Ersatzteillager entgangen sind. Wie viel Preis ist? Ja, 350 für alles. 300. Was nimmst du jetzt alles? Die drei Geräte hier. Machen wir 300? Komm, 300 Euro. Alles klar. Und bei dem fairen Preis hilft Jörg auch gerne beim Transportieren der Schwergewichte. Hier in der Burg gibt es auch eine Gaststätte. Ich habe mit denen telefoniert. Und das, ich meine, das sind ja Sachen, die sind noch nicht abgelaufen. Jetzt müssen wir uns nur überlegen, was wollen wir denn dafür haben für den ganzen Haufen hier. Ich brauche 150, oder? 150, ja, ist vernünftig. Denke ich mal. Ich würde aber an deiner Stelle bei 350 Euro anfangen und dann kann man ja immer noch gucken, wo man sich dann einig wird. Ne? Mhm. Ich möchte diesmal aber, dass, ich möchte, dass du die Verhandlung führst. Ja, ja, ich versuch's. Pass mal auf, ich bin jetzt der Gastwirt, ne? Was haben Sie denn da Schönes für mich? Also ich habe hier Spirituosen, Wein. Ja, aber das sind Sachen bei, die gehen bei mir gar nicht hier, ne? Ach, das, ich meine, kann man alles probieren, gerade so ein Wein. Also da ist so billig jetzt als Ausschankwein, geht das immer. Kann man zu jeder Zeit, hier sind Feierlichkeiten, kann man aber zu jeder Feierlichkeit billig, mit rausholen. Billigen Wein wollen wir gar nicht haben. Ist ja guter Wein, ich gebe ihn ja nur billig ab. Ach so, okay. Hm, alles guter Wein. Was ist denn der Preis für die ganzen Sachen hier? Was doch mal so, was würden Sie denn ausgeben? Na, eigentlich will ich den gar nicht haben. Oder hätten Sie uns nicht gesagt, wenn ich herkommen soll, wenn ich anrufen habe? Nein, Entschuldigung, nein. Was wollen Sie denn dafür haben? Ich sag mal 180 Euro. Für alles. 180 Euro? Ich würde aber an deiner Stelle bei 350 Euro anfangen und dann kann man ja immer noch gucken, wo man sich dann einig wird. Ne? Ich gebe dir einen 50er für alles. Nee, dann nehme ich sie nur mit. Das betrinke ich mich lieber. Das ist ja keine Rechnung bei, keine Quittung. Was soll ich damit machen? Ihre Schuld. Also du kommst zu mir und möchtest mir was verkaufen und dann ist es aber meine Schuld? Ja, du lässt ja gar nicht mit der Hand. Das ging sowas von in die Hose. Die hat so viele Fehler gemacht. Das war echt nicht mehr schön. Den einen Fehler hast du ja behoben. Das ist kein billiger Wein, das ist Qualitätswein. Mhm. Und er ist jetzt gerade sehr preiswert bei dir. Mhm. Weil du ja ein Geschäft hast. Du kannst ruhig ein bisschen von dir erzählen. Du bist selber Gastronom. Ja, damit ihr schon alle, mal ja, kennen die uns ja alle. Ja, ist doch nicht schlimm. Das ist doch nicht schlimm. Ja, das ist es ja. Simone, die geniert sich ein bisschen hier in ihrer Stadt, die Flaschen zu verkaufen. Ja. Erzähl du doch, das sind deine Sachen. Das ist alles Leutenwein. Ja, auch der Esprit und alles. Oder hier, also das ist nicht so irgendwie, was nicht geht. Ich habe halt schon geguckt, das sind halt alles Einzelflaschen. Ne? Und das ist der Punkt, dass es für uns halt schlecht ist. Ja, ich habe gedacht, halt als Shoppenwein oder so, weil es ja verhältnismäßig günstig dann ist. Ich habe das Weinhaus Kassler und da habe ich alles zu dem Mund von denen. Na, wenn der zusammenhängt, was gewesen war, dass ich mal sortet bei einer Gesellschaft oder so, kann ich es mit. Kein Thema. Nee, das ist halt bloß noch, sind ja bloß noch die Restbestände.
Und wie gesagt, irgendwie müssen wir das. Das ist ja auch alles vom Weinhandel, nicht alles Prix und alles. Jägermeister habe ich gar nicht aufgekauft. Haben Sie gar nicht? Brauchen wir Kümmerling noch? Können wir noch Kümmerling abnehmen? Aber du musst erst mal sagen, ob wir mal noch 4 Packungen Kümmerling nehmen. Das ist der Mann oder was? Der Chef hier? Wir sind Geschäftspartner. Geschäftspartner, hi. Otto vom Trödelspruch. Danke, hallo. Ja, dann komm noch mal mit dazu. Ja, also mit dem Wein dann bitte nicht böse sein. Wenn es wirklich eine größere Menge gewesen wäre, hätten wir gesagt, okay. Also wenn vielleicht den Kümmerling, das hilft Ihnen ja auch schon, ne? Richtig. Wenn wir den Kümmerling nehmen. Was mit dem Jägermeister? Nee, haben wir nicht erschlossen. Chimpin müssen wir über den Preis reden. Cinzano ist sowas, habt ihr nicht, ne? Bitte was? Cinzano. Nee, haben wir nicht. Alles, was auf dem Tisch steht, 150 Euro. Viel zu viel. Wir handeln jetzt wie die Ritter. Also, wir handeln gar nicht. Ich gebe noch den Preis, sag ich ganz ehrlich, was es kostet. Wie wir es kaufen würden, das Geld kriegst du. Sag. Da, ich, ja. Oder, Karin, das Bild ist ja. Also, ich würde sagen, wenn wir jetzt hier. Ich weiß doch jetzt nicht, was so eine Tasche kostet. 100 Euro würde ich sagen, das müsste eigentlich. Ich weiß doch nicht, was das kostet. 100 Euro. Matthias, 100 Euro. Pass auf, wir machen 120. Nee, das ist. Oder wir machen das so. Also, machen das so. Weißt du was? Ich habe noch was viel Besseres. Wir machen 100 Euro. Und die beiden, denen geht es momentan nicht so gut, weil die ihre Gastronomie zugemacht haben, spendiert er denen mal hier noch ein schönes Abendessen. Ist das möglich? Das können wir gerne machen. Ja, 100 Euro und ein Abendessen für die beiden. Hand drauf. Das Ergebnis kann sich sehen lassen. Simone und Otto haben zwar nur einen Teil der Flaschen verkauft, dafür aber 100 Euro und ein Gratisessen bekommen. Was möchtest du denn mindestens dafür haben? Das Stück? 15er. 15er? Mhm. Mhm. Ist okay. Wir machen es aber anders. 30 Euro pro Stück? Da sagt das nicht durch. Ja, da will ich das. Ist doch egal. Das sind 120 Euro und ich möchte, dass du die Verhandlung führst. Kannst du verhandeln? Warst schon mal am Flohmarkt? Klar. Klar? Wenn ich jetzt der Interessent bin, was erzählst du mir denn dann? Was ich dir denn erzähle? Ja? Dass meine wunderschönen Becken zur 10.30er kosten, das Steck. Also, du kannst ja ruhig mal erzählen. Ja, eine ganz also, da kann man schön. Schön mit das, ja, da ist ja wohl vom Fach, ne? Da wird wohl eher irgendwas erzählen, denke ich. Ja, du kannst, ist ja scheißegal, aber du kannst ja trotzdem deine Ware anpreisen. Du kannst dich auch mal draufsetzen und sagen, das hat eine besonders schöne Form. Füll mir das doch mal vor. Also ich spür's an dir vor und ich setz dich hin und ich erklär's dir. Nee, mal lieber. Komm, wir verkaufen dem die Dinger jetzt einfach. Ja gut, ich bin ja mal gespannt. Aber kannst ja, wenn da, ich kann da nicht so lange drüber reden, wenn das da funktioniert nicht. Okay. Otto vom Trödeltrupp. Badeherke? Badeherke. Mr. Jörg. Hallo. Hallo. Wie ist Sie? Ja, ich habe ein paar Toiletten mitgebracht. Ich hab's sogar mitgebracht. Ja. Sollen wir da hingehen, wo ein bisschen mehr Licht ist? Würde ich auch empfehlen. Ja. Die müssen gewisse Standards schon entsprechen. Sind hier, ja? Die sind ja. Guck mal die Qualität hier. Ne? Die ist super. Haben wir irgendeine Marke? Ja. Hier steht sogar noch drauf: WC-Bänken flach weiß. Die Marke kenne ich. So, mein Frühstück ein 30er. Ja, war schöner Preis. 30er. Also, ich sag mal, die müssen wir auch noch reinigen. Ich schlage dir was vor. Pro Stück 20er. Nee, das ist zu wenig. Weißt du, was die Dinger neu kosten im Laden? Die sind, guck mal, die sind gebrannt, die sind so glatt von der Oberfläche, die kriegst du ruckzuck sauber. Normalerweise hätten wir 40 Euro sagen müssen, Jörg. Ja, ich wollte ja erst 50 sagen, aber ich hab gedacht. Also, treffen wir doch uns irgendwo in der Mitte. In der Mitte? Die Mitte ist dann doch 25, dann passt's ja. Dann sind es 100 Euro, ne? Mhm. Ja, komm. Wenn du möchtest, Jörg, dann schlag. Von du, ne, klar. Ein Schlag. 100 Euro. Jörg hat mit Simone nur gleichgezogen, auch wenn er das noch nicht weiß. Definitiv habe ich jetzt mehr als meine Frau mit ihrem Schnaps verdient hat. Der 42-Jährige ist von sich überzeugt. Otto weiß es zwar besser, doch die Auflösung gibt es erst bei der Geldübergabe. Jetzt wolltet ihr zwischen 3.000 und 15.000 Euro haben, ne? Ja, 15, stimmt schon, aber. Habt ihr eine Ahnung, wie viel das ungefähr sein könnte insgesamt? Also ich habe total gar keine Ahnung. Wir haben die Spielautomaten verkauft für 300 Euro. Dann haben wir die Weinflaschen verkauft für 100 Euro. Definitiv habe ich jetzt mehr als meine Frau mit ihrem Schnaps verdient hat. Dann haben wir die Toiletten verkauft. 4 Stück. Für 100 Euro. Oh, das gewusst, da hätte ich noch einen Zehner gekriegt. Hätte mir so gegeben einfach. Jetzt haben wir noch den Hausflohmarkt. Es sind ganz genau
Da haben wir eingenommen 992,43 €. Aber das ist noch nicht alles. Und zwar kommt da noch das Sofa zu für 140 €. Also sind es insgesamt 1.632,43 €. Das ist ja Wahnsinn. Ja, bis zu 15 fehlen zwar noch, aber was sonst geht's schon. Ist ja aus den 600, die passen schon. Das ist doch richtig gut. Kann ja auch nur von den 3 Tagen ausgehen. Wir wissen ja gar nicht, was passiert. Das Geld können sie gut gebrauchen. Doch was noch viel wichtiger ist, Simone und Jörg haben endlich wieder neuen Lebensmut gewonnen. Du musst mal noch einen Moment warten. Wir haben noch eine kleine Überraschung für dich vorbereitet. Ja, du hast uns auch genug geärgert. Und jetzt wollen wir dich noch mal kurz ärgern. Aha. Okay, gehen wir mal runter. Okay, gerne. Hier hin, ja? Ja. Wasser ist es nicht, Alter. Das wird mir nie im Leben antun. Es wird schlimmer. Was habt ihr vor, ihr Verrückten? Ne? Ja, bist du überrascht? Dich kenne ich doch. Du hast doch mitgeholfen hier. Hey Otto, du hast uns ja so fein geholfen. Wir mussten dir eine Freude machen. Heute wird immer stilvoll nach Hause gefahren. Steige ich mal ein, ne? Richtig. Tschüss, macht's gut nochmal, ne? Vielen Dank nochmal für alles. Nichts zu danken. Hey, danke für die super Idee.